Kletterpapier drauf. Ja. Und sehr viele Schichten Acryl mit Pigmenten. Ich habe also einen Rupsch. Farblose Pigment. Ja. Und Acryl. Und da habe ich hier das ist jetzt aber keine Landschaft, nein. Wieso? Ja, irgendwie doch. Es ist manchmal schwierig, die richtige. Ich sage mal, was mir einfällt dazu. Ja. Also, das könnte sich aus wie eine Klamm. Ja. Wie so eine Schlucht. Also, so ein. Aha, das. Also, Bergmassiv sozusagen. Und dann so. Und dahinter ist das gedruckte Land. Ja. Und wenn man auch einen ganz kleinen Stein nimmt, ja, da sieht man das Gleiche. Okay. Wenn man das so nimmt und dann diese Schatten und ja, okay, dann kommt man okay eigentlich wieder. Was ist denn Name von wie lange arbeitet dann so ein Bild? Also, total unterschiedlich. Und das sind mehrere Schichten und. Ja, aber es trocknet natürlich ziemlich schnell. Ja. Pro Tag ein Bild? Nee. Nee. Ich bin schon fast 50 Jahre Künstler und so lange dauert das dann so eigentlich. Weil man kann das am Anfang von der Karriere nicht machen, ja, weil man dann noch anders denkt. Okay. Und all diese Jahre, die ich drin investiert habe, die sind damit verbunden. Okay. Das ist jetzt aber ein Spätwerk. Das ist von den letzten 2 Jahren. Letzte 2 Jahre. Ja. Und das auch? Ja. Da ist noch ein bisschen eher Landschaftsdirektor drin zu erkennen. Landschaft. Oder eine Frau. Ja. Frauenbildung. Ja. Das ist hier ein Arm. Oder? Ein Wegel. Dahin sind sie frei. Ja. Ich habe auch keinen Titel, weil. Das ist schade. Nee, das. Dann, keine Worte. Dann verhindere ich vielleicht Interpretationen. Ja. Von Ihnen. Okay. Und das möchte ich nicht. Also Sie sind großzügig deswegen. Ja. Großzügig mit dem Betrachter. Ja. Okay.